Wir gehören ja leider zur Spitzengruppe in Deutschland. Zweite Stadt bis letzten Herbst in Baden-Württemberg an dritter Stelle in Deutschland. Das heißt, das Thema ist bei uns ein ganz großes. Naja, wie in allen Kommunen auch. Es wird halt Auto gefahren. Es sind Fahrzeuge da auch mit älteren Dieselmotoren. Es gibt die Kommunen, wo auch Schifffahrt vorhanden ist. Da sind auch erhebliche Emissionen da. Und die Verkehrspolitik der Zukunft muss emissionsärmer werden. Sie muss aber vor allem auch in den Städten den knappen Raum für die Menschen zurückerobern. Wichtig ist immer, dass dieser restriktive Teil, dieser verbietende Teil wegkommt. Denn das führt zu einer erheblichen Verärgerung der Bürgerschaft, zu Recht auch. Da gibt es sehr kurzfristige Maßnahmen. Seit wir eine Ortsumgehung haben, seit Herbst vergangenen Jahres, dann auch mit Pförtnerampeln den Durchgangsverkehr auch dorthin zu bringen. Und wir haben in Münster einen Fahrradfahranteil von 40%. Das ist schon eine ganze Reihe und trägt sicherlich auch zur sauberen Luft bei. Wir bauen im Moment oberirdisch die Straßenbahn aus, unterirdisch die U-Bahn aus, unsere Bussysteme aus, um echte Alternativen bereitzustellen. Wir wissen ja alle, dass es Alternativen zum herkömmlichen Verbrennungsmotor geben wird und auch geben muss. Problem ist, kein deutscher Lkw-Hersteller hat eine elektrische Alternative. Auch mit den Omnibussen müsste man chinesisch kaufen, was wir tatsächlich nicht unbedingt wollen. Das heißt, da fehlt es an der Hardware sozusagen an der Stelle. Clean Air Tech Day ist ja ein Netzwerk, wo ja verschiedene Vertreterinnen der Kommunen zusammenkommen, aber auch der Wissenschaft zusammenkommen. Möglicherweise klappt es, dass die Teenager, die heute eher noch das laute Röhren hören wollen und die schnellsten sein wollen, dann die sind, die mit einem Tropfen Diesel am allerweitesten kommen. Wir fördern sozusagen die digitalen Innovatoren. Auf der anderen Seite finden wir eine Lösung für die gegenwärtige Herausforderung. Und dann gucken wir mal, was rauskommt.